Kennst du das vielleicht auch? Laub, wohin das Auge schaut und es hört einfach nicht auf. Jeden Tag krächen, jeden Tag bücken und vielleicht noch das Laub für teuer Geld wegfahren. Man könnte doch auch einfach das Laub auf den Beeten kompostieren und direkt als Dünger nutzen. Ist das wirklich so einfach? Und du kannst dir denken, wenn ich schon so blöd frage, da muss doch schon wieder irgendwas faul sein, Leute. Denn nämlich einfach das Laub hier auf die Beete packen, das ist nicht genug. Denn es braucht die richtige Zusammensetzung im Verhältnis von Kohlenstoff zu Stickstoff, damit das Laub ordnungsgemäß kompostiert wird und du einen richtigen Superdünger auf deinen Beeten hast. Da sollte man nämlich zwei Zutaten auf jeden Fall zusetzen. Welche das sind, werde ich dir verraten. Und ich werde dir auch sagen, welches Laub du auf keinen Fall in deinem Garten kompostieren solltest. Denn das könnte echt nach hinten losgehen oder nach unten vielleicht losgehen, im wahrsten Sinne des Wortes. So Leute, und wir wollen mal schauen, ob wir die Mikroorganismen hier auf unserem Beet entdecken können. Irgendwo hier müssen die leben. Wir schauen mal genau hin. Also wer sie erkennt oder wer sie entdeckt, kann das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, ihr Lieben, und ihr könnt euch natürlich denken, wir können die Mikroorganismen nicht mit bloßem Auge sehen. Das heißt aber nicht, dass diese Mikroorganismen nicht da sind. Und die sind nämlich dafür zuständig, das Laub nach und nach zu zersetzen und anderen Lebewesen im Boden, wie zum Beispiel Regenwürmern, zugänglich zu machen. Die Regenwürmer kommen dann hoch, ziehen die kleinen Laubteile rein, scheiden das dann aus und dadurch findet in ganz komplizierten, langwierigen Prozessen eine Art Humusaufbau statt. Von daher kann man tatsächlich sagen, das Laub ist wie eine Art Dünger. Und der eine oder andere von euch fährt jetzt vielleicht jeden Tag zur Deponie, muss das Laub wegbringen, weiß nicht, wohin kann ich denn das jetzt mal tun? Niemand will mehr das Laub haben. Ihr könnt das auch direkt auf eure Beete packen. Aber es gibt ja ein kleines Problem, was ich euch anfangs schon gesagt habe. Das Verhältnis von Kohlenstoff zu Stickstoff stimmt nicht. Wenn wir jetzt einfach nur das Laub hier auf die Beete packen, findet die Kompostierung viel zu langsam und unvollständig statt. Hier, und schaut mal hier, dieses Verhältnis 25:1, das ist das ideale Verhältnis, wie eure Blätter am schnellsten abgebaut werden. Das bedeutet 25 Teile Kohlenstoff und ein Teil Stickstoff. Doch leider gibt es da ein kleines Problem, Leute, denn wenn wir jetzt einfach die Blätter nehmen und hier drauf tun, diese Blätter haben ungefähr ein Verhältnis von 50:1, also 50 Anteile Kohlenstoff und ein Anteil Stickstoff, und das ist einfach zu hoch. Deswegen müssen wir was machen? Klar, ganz einfach, wir müssen jetzt einfach hier noch Stickstoff beifügen. Und wie kann man jetzt hier auf so ein Beet Stickstoff beifügen? Wie funktioniert das? Das zeige ich euch jetzt. Und eine Möglichkeit wären diese Dinger hier, und die kennst du bestimmt, das sind Hornspäne. Und das ist ein natürlicher Dünger und der besteht aus Keratin. Und wenn das Keratin im Boden abgebaut wird, da entsteht Stickstoff. Und das bedeutet, wir können jetzt hier auf dem Beet die Hornspäne verteilen und erhöhen damit den Stickstoffanteil und kommen dann so ungefähr auf das Verhältnis von 25:1. Also wir müssen jetzt hier auch nichts abmessen. Nehmt hier einfach eine gute Hand, streut das schön hier drüber. Und den Rest machen die Mikroorganismen. Und wenn jetzt der ein oder andere vielleicht von euch sagt, ich habe jetzt aber keine Lust, Geld für Hornspäne auszugeben, dann hast du vielleicht ein bisschen Grünschnitt bei dir im Garten. Du kannst jetzt im Herbst nochmal den Rasen mähen. Und auch dieser Grünschnitt hat einen relativ hohen Stickstoffanteil und trägt dazu bei, das Mischungsverhältnis von 25:1 zu erreichen. Und jetzt könnt ihr den Grünschnitt einfach schön mit hier runter mischen. Und schon haben die Mikroorganismen richtig was zu knabbern und das macht denen auch so richtig Freude. Überlegt mal Leute einfach, ihr habt so einen Teller Spaghetti. So, wir nehmen jetzt mal an, die Spaghetti sind der Kohlenstoff. Kostet man so, naja, schmeckt ein bisschen fad, da braucht man schon noch irgendwie was dazu. Vielleicht eine kleine Prise Salz. Schmeckt schon besser. Vielleicht ist das Salz ist vielleicht unser Grünschnitt oder die Hornspäne. Aber so eine schöne Tomatensoße wäre doch auch nicht schlecht. Also geben wir da vielleicht noch ein bisschen Haushaltsabfälle hier mit drauf. Und vielleicht haben wir auch noch Pferdemist oder Rindermist. Den können wir hier auch mit beifügen. Das ist vielleicht noch bei unseren Spaghettis wie nochmal ein schöner Parmesankäse. Und ihr müsst euch das so vorstellen, je größer die Varietät in dem Mulchmaterial, was ihr mit dem Laub mischt,
desto besser schmeckt das den Mikroorganismen und desto besseren Superdünger könnt ihr aus eurem Blätterwerk machen. Nur alleine das Blätterwerk ist zu fade. Ein guter Mix ist der Schlüssel zum Erfolg. Und damit noch nicht genug, Leute. Wir wollen auch noch ein paar Mineralien hier mit beifügen. Und dazu habe ich hier Urgesteinsmehl. Das kommt jetzt hier einfach mit auf den Mix drauf. Und das ist eine schöne, runde Sache. Und noch ein kleiner Tipp von mir, um den Verrottungsvorgang zu beschleunigen, kann man darüber nochmal mit dem Rasenmäher gehen oder wie ich mit dem Freischneider. Dadurch werden nochmal die Blätter kleiner gehäckselt und die Mikroorganismen haben eine größere Angriffsfläche. Jetzt kommen wir mal zu den Blättern, die nicht kompostiert werden dürfen. Denn da gibt es ja auch die wildesten Gerüchte und die wildesten Mythen. Das wird auch immer wieder in den Kommentaren gefragt. Wir schauen uns mal diesen Baum hier an, Leute. Was ist das für ein Baum? Ein Walnussbaum, unschwer zu erkennen. So, und die kleine Problematik mit den Walnussblättern ist einfach, dass sie einen Stoff enthalten und das ist das sogenannte Juglon. Das ist ein Wachstumshemmer. Normalerweise wird dieses Juglon während des Kompostierungsprozesses abgebaut. Also wenn die Walnussblätter hundertprozentig kompostiert werden, besteht da kein Problem. Aber wenn halt noch irgendwelche Blätterreste da bleiben, die nicht kompostiert worden sind, kann sich das negativ auf die Pflanzengesundheit der Gemüsepflanzen im nächsten Jahr auswirken. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Von daher eher die Walnussblätter irgendwie in den Hausmüll oder ihr kompostiert die irgendwo in einer anderen Ecke extra alleine. Das wäre eine gute Wahl. Und dann gibt es noch zwei weitere Baumarten, die wir hier nicht bei mir im Garten finden können, aber die ihr vielleicht bei euch in der Nähe finden könntet. Und das wären Eichen und Kastanien. Und die Eichenblätter und die Kastanienblätter haben einen ziemlich hohen Anteil an Gerbsäure. Und diese Gerbsäure kann dazu beitragen, dass der Säuregehalt des Bodens ansteigt, wenn ihr das jetzt in riesigen Mengen auf der Fläche verkompostiert. Also versteht mich jetzt bitte nicht falsch, wenn da mal vielleicht ein kleiner Sack mit unter diese Fläche an Walnussblättern mit untergemischt wird oder ein kleiner Sack von Eichenblättern damit untergemischt wird, da passiert nichts. Aber ihr solltet jetzt natürlich nicht dort eine Lasterladung von diesen Blättern einfach drauf werfen. Ne? Wie gesagt, Kastanien-Eichenblätter können dazu beitragen, dass der Boden etwas versauert, wenn das in großen Mengen passiert. Normalerweise, solche Mengen hat man hier im Garten meistens nicht vorhanden, aber ihr habt es halt mal gehört und ihr wisst Bescheid. Danke für eure Zeit. Bis bald, euer Robert von Autorando. Ciao.